Hey Leute, es ist wieder Freitag und damit Zeit für eine weitere Ausgabe vom Star Wars Talk, heute dem zweiten Teil des Boba Fett Star Wars Talks. Wir hatten im ersten Teil schon über seine Geschichte bis zu dem Zeitpunkt nach Episode 2 geredet, wo er in der Bücherfassung alleine auf Geonosis zurückblieb ohne seinen Vater und das Einzige, was Boba von seinem Vater geblieben war, war die Slave One und ein kleines schwarzes Buch mit Anweisungen für den Fall von Jangos Tod. Und an genau dieser Stelle geht es nun auch weiter, denn daraufhin suchte Boba zuallererst Count Dooku auf, wie es ihm im Buch geraten wurde, diesen fand er auf dem Müllplaneten Raxus Prime. Diese Begegnung verlief allerdings nicht wie erhofft, denn die Kopfgeldjägerin Aura Singh tauchte auf, stahl ihm die Slave One und so stand er nun ohne Geld und Transportmittel da. Man sieht schon, es gibt gewisse Logiklücken und gewisse Parallelen zwischen der Buchgeschichte und der Serie. Ich würde auch sagen, dass sich die Autoren der Serie an den Jugendroman orientiert haben. Deswegen wundert euch nicht, wenn teilweise Geschichten in verschiedenen Zusammenhängen doppelt passieren, anders erzählt werden. Wie gesagt, man macht einfach die Reihenfolge. Kennen ist echt und das andere ist Fiktion. Jedenfalls, zurück in unserer Geschichte. Kaum, dass Boba sich Gedanken um seine Zukunft machen konnte, wurde der Planet von Klontruppen angegriffen und Boba geriet in Gefangenschaft. Man hielt ihn für einen Kriegsweisen und erkannte nicht, wer er wirklich war, und so steckten die Jedi ihn in ein Waisenhaus auf Bespin. Dort musste er allerdings auch nicht lange bleiben, da er wiederum von Aura befreit wurde, die mit Hilfe des Jungen an das große Bankvermögen von seinem Vater Jango Fett kommen wollte und unter dem Vorwand, mit Boba eine Partnerschaft eingehen zu wollen, flogen beide auf dem Planeten Aargau, wo sich wiederum die Galaktische Zentralbank befand. Als Boba wiederum erkannte, dass Singh nur hinter dem Geld seines Vaters her war, ergriff er die Flucht und suchte Hilfe bei einem scheinbar freundlichen Wesen namens Nuri. Dieses unterstützte ihn zwar nur bei der Abbuchung der Gelder von der Bank, prellte ihn dann aber um eine 500.000 Credits und ließ Boba fast bankrott zurück. Darauf wiederum beschloss Boba nach Tatooine zu reisen und dort Jabba den Hutten aufzusuchen, da dies ebenfalls vom Buch seines Vaters empfohlen wurde. Nach einem ersten Aufeinandertreffen mit dem Kopfjäger Dirge, der seit vielen Jahren einen enormen Hass auf die Mandalorianer ausgebaut hat. Warum, solltet ihr mittlerweile wissen. Wir hatten mal einen Star Wars Talk über Dirge. Wenn ihr das noch nicht wisst, zieht es euch rein, dann könnt ihr es vielleicht nachvollziehen. Jedenfalls erreichte Boba dann schlussendlich Jabbas Palast. Er verschwieg seine eigentliche Herkunft und behauptete dann, dass er von Jango Fett geschickt worden sei. Jabba wiederum war amüsiert über das ambitionierte Kind und erteilte ihm zusammen mit Dirge den Auftrag, den Nemodianer Gelamos Liebkraft zu suchen. Und obwohl Boba von Dirge dabei behindert wurde, gelang es ihm, den Auftrag erfolgreich zu beenden, wodurch er sich Jabbas Respekt verdienen konnte. Daraufhin enthüllte er Jabba seine wahre Identität als Sohn des legendären Kopfjägers Jango Fett. Und dieser wiederum sagte ihm zu, in Zukunft noch viele weitere Aufträge für Jabba erfüllen zu dürfen. In den folgenden 2 Jahren erledigte er auf Tatooine zahlreiche Jobs für den Hutten und machte sich trotz seiner jungen Jahre einen Ruf als erfolgreicher und zuverlässiger Kopfjäger. Boba freundete sich mit dem Koch von Jabba, Gab Bora, und dessen Tochter Yagba an. Und diese passten Jangos alte Rüstung an Bobas Körpermaße an und überraschten ihn dann mit dieser mandalorianischen Rüstung, die auf Dauer sein Markenzeichen werden sollte und ihm beim Aufbau seines Rufs ungemein half. Im Jahr 20 vor der Schlacht von Yavin erhielt Boba dann seinen ersten richtigen großen Auftrag, der ihn tatsächlich auch das erste Mal auf einen anderen Planeten bringen sollte. Und zwar wurde ihm das Angebot gemacht, den Anführer der Techno-Union Wat Tambor auf Xagoba, einem Waldplaneten im Outer Rim, gefangen zu nehmen. Dieser Auftrag scheiterte jedoch, weil Boba mitten in eine Schlacht der Klonkriege geriet und auf General Grievous stieß, dem er tatsächlich auch nur knapp entkommen konnte. Als er dann vom Planeten floh, traf er unglücklicherweise im Orbit auf Ajay Ventress, einer dunklen Jedi, die unter anderem halt auch aus The Clone Wars bekannt ist, beziehungsweise aus den Klonkriegs-Comics und Romanen, die ihn angriff und die Slave One so schwer beschädigte, dass er zur Notlandung auf einem nahegelegenen Mond gezwungen wurde, wo er dann glücklicherweise auf den Jedi Anakin Skywalker traf,
der ihm half, Ventress zu vertreiben und ihn auch bei der Reparatur seines Schiffes unterstützte. Allerdings bestand Anakin im Nachhinein darauf, Boba gefangen zu nehmen und zum Jedi-Rat zu bringen. Boba wiederum konnte sich allerdings dadurch retten, dass er ihm erklärte, wichtige Informationen für Palpatine persönlich zu haben, und zwar seine zuvor gemachte Entdeckung, dass Dooku und Darth Tyrannus tatsächlich ein und dieselbe Person waren. Und Anakin arrangierte anschließend, dass Boba beim Jedi-Tempel auf Coruscant landen durfte. Auf Coruscant folgte Boba jedoch seinem eigentlichen Plan, und zwar Mace Windu erneut aufzusuchen und zu versuchen, ihn zu töten. Tatsächlich gelang es Boba, Mace Windu eine Falle zu stellen, jedoch war dieser ihm haushoch überlegen und hätte ihn auch tatsächlich fast getötet, wenn Palpatine nicht selbst dazwischen gegangen wäre. Boba wiederum berichtete Palpatine dann von seinen Erkenntnissen und musste zu seiner Überraschung feststellen, dass diese Enthüllung über Dooku für Palpatine keineswegs neu war. Der Kanzler bot ihm stattdessen ein beträchtliches Schweigegeld an, damit er diese Information für sich behalten würde. Boba nahm dieses Schweigegeld an und das führte zu seiner Unabhängigkeit von Jabba, sodass er fortan als freier Kopfgeldjäger arbeiten konnte, der sich seinen Auftraggeber selbst aussuchen konnte. Nach einiger Zeit im Alter von 13 Jahren, was übrigens bei den Mandalorianern der Beginn des Erwachsenenalters ist, begann Boba dann mit seinem Plan, der erfolgreichste Kopfgeldjäger der gesamten Galaxis zu werden. Und mit dem Ende der Klonkriege und dementsprechend dem Beginn des Imperiums übernahm er auch immer wieder Aufträge vom Imperium, die auf Dauer lernten, seine Dienste wertzuschätzen. Zusätzlich arbeitete er sogar für erklärte Feinde von Jabba, wie zum Beispiel dem Gangsterboss Cease Fromm. An dieser Stelle nochmal ganz kurz angemerkt, es kommen relativ viele Namen vor, wo man halt einfach nicht weiß, wie sie ausgesprochen werden sollen, weil die Quelle einfach nur schriftlich ist. Insofern, wenn ihr selber die Geschichten bereits kennt und eine andere Interpretation von Namen habt, nehmt mir das nicht krumm. Ich spreche alles immer relativ deutsch aus. Jedenfalls endete die geschäftliche Beziehung mit dem Gangsterboss dadurch, dass Boba aus Wut über einen misslungenen Auftrag ihn an Jabba verkaufte. Im Jahr 18 vor der Schlacht von Yavin bekam er dann zusammen mit dem Cyborg Dahan, der seinen Kopf durch eine große Kanone ersetzt hatte, den Auftrag des Imperiums, den flüchtigen Jedi Ferus Olin auf dem Planeten Belassa zu finden. Dieser Auftrag gestaltete sich dadurch als besonders schwierig, da der im Exil lebende Obi-Wan Kenobi Ferus zur Hilfe eilte und die beiden es somit mit zwei Jedi aufnehmen mussten. Es gab eine lange Verfolgungsjagd auf dem Planeten, vom Gebirge Arno, wo sich der Jedi ursprünglich versteckte, bis hin zur Hauptstadt des Planeten Ussa, wo der Jedi ein Raumschiff kaperte und fliehen konnte. Da die beiden Kopfgeldjäger allerdings hartnäckig an den Jedi dranblieben, verfolgten sie diese durch den Raum und endeten in einem Duell auf dem Raumhafen einer sterbenden Zwillingssonne, den Red Twins. Dramatischer geht es kaum. Und dieses Duell endete tatsächlich mit einem Unentschieden, da die Sicherheitspolizei einschritt, bevor einer der beiden Parteien die Überhand gewinnen konnte. Und lediglich Dahan wurde so stark beschädigt, dass er die Jagd aufgeben musste. Und Obi-Wan und Ferus hatten nicht wirklich viel Zeit, um ihre Flucht zu planen, weswegen sie mit einem Schiff ohne Hyperraumantrieb, das auch ansonsten in allen Belangen Bobas Slave One unterlegen war, fliehen mussten. Allerdings konnten die Jedi mit einer List Boba auf dem Planeten Deneter austricksen, wodurch er mit seinem Schiff auf einen Satelliten des Planeten stürzte und dadurch sein Schiff so stark beschädigt wurde, dass er die Verfolgung aufgeben musste. Im Alter von 16 Jahren versuchte er sich dann an einem alternativen, etwas normalerem Leben, denn er begegnete der Kiefer Cintas Vel, die er nach mandalorianischen Ritualen heiratete, obwohl beide keine Ahnung der mandalorianischen Sprache hatten. Und im Jahr 15 vor der Schlacht von Yavin bekamen sie dann auch eine gemeinsame Tochter mit dem Namen Alyn. Diese Ehe hielt jedoch nicht wirklich lange, da Boba kein sonderlich guter Ehemann war und durch seine Arbeit halt kaum Zeit für die Familie hatte. Und Jahre später kam er dann auch auf den Gedanken, dass die Tatsache, dass neben dem frühen Tod seines Vaters auch seine einzigen weiblichen Bezugspersonen eine Kaminoanerin und eine Clauditin waren, er gar nicht in der Lage war, eine richtige normale Beziehung zu führen. Cintas war enttäuscht darüber, dass Boba ihre junge Familie so im Stich ließ, und nachdem sie jung verschollen war, machte es sich ihre Tochter
im Hass auf ihren Vater seither zur Aufgabe, ihn zu finden und eines Tages umzubringen. Und um dieses Ziel zu erreichen, wurde sie ein Jagdsaboteur, also Leute, die Kopfgeldjägern in die Quere kommen, weil sie sich dadurch erhoffte, am ehesten ihm in die Quere zu kommen. Dieser misslungene Versuch, eine Familie zu gründen, war allerdings nicht Bobas einziger Versuch, ein alternatives Leben anzufangen, denn er reiste nach Concord Dawn, wo er wie sein Großvater Jester Mareel, also der Ziehvater von Django, als sogenannter Journeyman Protector arbeitete und Gerüchten zufolge, die Boba allerdings auch nicht zerstreute, sondern sogar pflegte, nannte er sich zu dieser Zeit selbst Jester Mareel. An dieser Stelle sei nochmal ganz kurz anzumerken, dass bevor diese Bücher rauskamen, also irgendwann, ich glaube, in den 80ern und 90ern unserer Zeit, es einen Hintergrundcheck für die Figur Boba Fett gab und darin stand, dass er ursprünglich dieses Leben hatte und ursprünglich Jester Mareel hieß und wohl auch mal ein Sturmtruppler war. Das Ganze wurde jetzt halt im Zuge dieser Geschichte umgestülpt, sozusagen als eine Zwischenidentität seinerseits. Allerdings hielt auch diese Zwischenidentität nicht ewig, denn während seines Dienstes legte er sich, genau wie sein Großvater vor ihm schon, mit einem korrupten Vorgesetzten an und tötete diesen anschließend. Daraufhin wurde er verhaftet und auf Lebzeiten von Concord Dawn verbannt und man kann eigentlich schon sagen, dass er damit glimpflich davonkam, da es ansonsten die Todesstrafe für ihn gegeben hätte. Nach diesen Ereignissen stellte er für sich selbst fest, dass er wohl für ein normales Leben nicht geeignet war und dementsprechend wurde er wieder ein Kopfgeldjäger. Er behielt allerdings den charakteristischen Gürtel der Protektoren von Concord Dawn, jetzt wisst ihr auch, wo der herkommt, und widmete sich dann wieder seinem Leben als Kopfgeldjäger. Und wie es nach seiner Rückkehr in das Kopfgeldjägerleben weitergeht, erfahrt ihr dann im nächsten Teil vom Boba Fett Star Wars Talk. Ich hatte ja im ersten Teil schon angekündigt, dass es sehr, sehr viele Geschichten zu Boba Fett gibt. Und insofern bleiben ein dritter und wahrscheinlich sogar noch ein vierter und fünfter Teil nicht aus. Ich hoffe, ihr seid weiterhin gespannt. Wir können sonst auch gerne einen anderen Charakter noch zwischenschieben. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, denn wie es für den Star Wars Talk üblich ist, schreibt mir auf jeden Fall eure Vorschläge für Charaktere, die ich im Star Wars Talk mal bereden könnte, in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Und ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann zum nächsten Mal zum Star Wars Talk. Bis dann.